Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir fangen jetzt erstmal direkt an, hier schnell noch die Karottensaat zu sehen. Damit wir wirklich irgendwann 10 Kisten voll mit Karotten haben und uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Ja, es ist ein bisschen unpraktisch mit den Balken hier dazwischen. Wir könnten schneller und auch mehr anpflanzen, wenn wir es nicht gemacht hätten, aber ich finde, es sieht halt sonst einfach nicht schön aus. Und wer schöne Möhrchenfelder haben will, muss leiden. So ist das nun mal auf der Welt. Fehlende Voraussetzung reicht nicht mehr. Gut, aber es passt. Der hier unten macht uns gerade das Eisen fertig, aber auch ein kleiner Tipp dabei, geht einfach schlafen. In der Zeit macht er das komplett einmal durch, dann müsst ihr nicht warten und es ist halt eh gerade dunkel, von daher passt es. Und was ich schon seit etlichen Folgen machen will, ist diese Fackel hier weg, weil ich immer dagegen laufe. Es sind Gegner in der Nähe. Doch eine schöne Nachricht, wenn man eigentlich ins Bett möchte. Da oben haben wir einen. Jetzt probieren wir gleich mal hier unseren kleinen Stand aus. Und von hier sehen wir ihn natürlich nicht. Ach, wie wunderbar. Aber ich glaube, das ist der, der gemeint ist. Bist du hier hinter dem Hügel? Da ist er. Ein Schuss und das war's. Ach, jetzt kommt hier gleich die ganze Armee hinterher. Sag mal. Gut, ja, willst auf Nahkampf, dann kriegt er es auf Nahkampf. Und jetzt kommt noch ein Schamane. Der muss nicht unbedingt auf Nahkampf sein. 124 Schaden, ey, ist das Wahnsinn. Jetzt haben wir hier gleich wieder so viel Loot, was ich alles wieder in Kisten packen muss. Es wäre cool, wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn man einfach in der Nähe seiner Kisten ist, dass der das automatisch einsortiert. Klar, ist unrealistisch. Gab es in noch keinem anderen Survival-Game, was ich zumindest kenne. Ist ja auch klar, man soll es ja auch selber sortieren können, aber wenn man das irgendwie einstellen könnte, wäre das echt praktisch, weil so viel Zeit, wie man mit dem ganzen Sortieren verschwendet, dass man einfach hier so in der Nähe vorbeiläuft und zack, da sortiert es alles so rein, wie das sein sollte. Das würde einem das Leben echt einfacher machen. Wird es nicht geben, aber man darf ja wohl mal träumen. Guck mal, hier habe ich den Honig reingepackt, jetzt haben wir ihn wieder gefunden. Hau den jetzt mal kurz hier wieder bei Früchte mit hinein. Und ansonsten haben wir bloß noch ein bisschen Holz. Kommt dort mit rein. Warum sind denn die Steine hier und das? Wollte ich es wieder schnell machen. Und erstmal irgendwo hinschmeißen. Anstatt es gleich ordentlich zu machen. So. Dann lasst uns ins Bettchen werfen. Ich glaube, das Eisen ist eh schon fertig. Aber wir sind immer noch Gegner in der Nähe. Das gibt's doch nicht. Wo denn nur? Na. Da. Da hinten ist ein Schamane. Gott, den treffe ich doch von hier im Leben nicht. Au. Ah, hier unten. Mist, die laufen also doch hier rum. Das ist äußerst schlecht. Ach, schade. Das wäre so cool gewesen. Ja, so schnell wieder hier hin und her rennt, treffe ich den natürlich nicht. Das ist gerade gute Pfeilverschwendung. Mist, jetzt bleibt er natürlich stehen. Ja, wo soll ich denn hinschießen? So wie der hin und her zappelt. Der Schamane ist, glaube ich, jetzt weit genug weg, aber den hier treffe ich im Leben nicht. Nee. Möchte aber auch nicht runterspringen. Da müssen wir erst wieder ins Haus rennen. Aber ich glaube, mir bleibt... Ah, shit, wo kam er denn her? Was ist denn los jetzt hier mit den Krautzwergen? Könnt ihr euch mal alle verpissen? Ich will in Ruhe schlafen. Das ist Störung der nächtlichen Nachtruhe. Weil es eine tägliche Nachtruhe auch gibt. Störung der Nachtruhe. Sagen wir es so. Bitte lass uns jetzt schlafen. Du bist nass. Natürlich. Ah, der Countdown geht zum Glück relativ schnell weg. Und in der Zeit kommt bestimmt wieder ein Gräuling oder Grauzwerg an. Und zack. Jawohl, wir haben es geschafft. Dann müssen wir mal noch überlegen, was wir mit dem Zaun machen, weil die laufen halt wirklich
dran vorbei und das ist halt äußerst schlecht, weil dann bringt der ganze Zaun nichts. Ich hätte überlegt, oder ich hätte vielleicht ganz gerne das hier einfach so ein bisschen noch ins Wasser rein. Das wirklich so mit ins Wasser reinlegen. Ich weiß nicht, inwiefern man im Wasser ordentlich bauen kann, aber eigentlich müsste es funktionieren. So, wir haben hier noch ein bisschen Honig, den nehmen wir noch mit. Da haben wir schon wieder Steine und Grauzwergenaugen. Wir müssen sowieso das Eisen noch wegpacken. Es sind noch 5 Stück drin, die Kohle ist leer gegangen. Verdammt. War doch so viel Kohle drin. Eisen braucht entweder mehr. Wir hatten eine extra Kohlekiste. Entweder braucht Eisen mehr Kohle, als es Bronze- bzw. Kupferzeugs benötigt, oder ich habe mich doch verlesen, kann auch sein. So, genug gequatscht und hier rumgeeiert. Es wird jetzt mal Zeit, dass wir wieder in die sumpfigen Gebiete gehen. Jetzt ist halt bloß wieder das Problem, wir haben immer noch keinen besseren Bogen. Bogen sage ich schon. Kein besseres Schild natürlich. Ausgeruht Skill haben wir müssten nur mal was futtern. Wir können erstmal die normale Portion nehmen, weil wir wollen ja jetzt erstmal in den Dungeon, den wir schon letzte Folge geleert haben. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt das beste an Nahrungsmitteln in unserem Körper drin. Naja, dann holen wir jetzt noch das Eisen, was dort rumliegt. Dann haben wir die 10 Eisen aus der Truhe, dann das, was wir da noch abbauen können. Weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht mehr als 2, 3, 4 werden. Und ein bisschen Eisen hatten wir ja schon gesammelt. 20 Stück brauchen wir für eigentlich fast alles, für jedes Rüstungsteil, für, ich glaube, auch das Eisenschwert. Wo ich sagen muss, dass ich mit dem Schwert, mit dem Bronzeschwert gar nicht so unzufrieden bin. Macht halt wirklich ordentlich Schaden. Was haben wir denn gebraucht in der letzten Folge gegen die Trogger? Ich glaube 3 oder 4 Schläge. Eigentlich eher 3. Das ist schon okay, dann habe ich doch lieber eine bessere Rüstung. Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall den Dungeon leer. Vielleicht schauen wir auch schon nochmal in den nächsten Dungeon mit rein. Und dann werden wir die darauffolgende Folge... nicht umzingeln bitte. Werden wir dann mal gucken, dass wir uns ein Met brauen für die Gesundheit. Dass wir uns ein besseres Schild machen. Ich glaube fast... Nein. Bitte alles, aber keine Schlundegel. Ha, getroffen. Die Frage, war das der einzige jetzt hier drin? Das klingt immer so, als wäre das weiter hinten, diese Wassergeräusche. Deswegen erschrecke ich immer so. Da haben wir noch einen Schlamm, den möchte ich gerade eigentlich nicht unbedingt... Ja, ich glaube, den zweiten Dungeon machen wir noch nicht diese Folge, weil ich hätte wirklich gerne das Bronzeschild. Ich denke mal eher, wir machen jetzt den Dungeon von letzter Folge leer und dann kümmern wir uns mal darum, uns ein ordentliches Schild zu basteln und eventuell auch noch ein Met. Denn für ein Met ist es nie zu spät. Wehe, die leben jetzt wieder, aber ich glaube nicht... Die anderen waren ja auch schon tot, die hier waren. War das? Das ist wieder das Wasser. Ich erschrecke mich jedes Mal davor. Ich nehme trotzdem mal vorsichtshalber Schild in die Hand, aber nein, es sieht gut aus. So, dann haben wir die Hacke. Natürlich die Frage, ob es vielleicht hier jetzt noch weiter durchgeht, wenn wir das abgebaut haben. Da habe ich nicht dran gedacht, aber es sieht fast so aus. Warten bestimmt 5 Elite-Trogger auf uns.
Aber die lassen sich eigentlich relativ schnell abbauen. Obwohl, nein, ist, glaube ich, hier bloß so eine kleine Einsparung mit ein paar Pilzen. Ja. Klingt immer irgendwie voll gruselig, die Wassergeräusche. Hier unten haben wir noch ein Stück. Hier ist noch was. Ich glaube fast, wir treffen es nicht. Nee. Glaube, das war's. Was haben wir denn rausbekommen? 4 Stück. Sag ich doch mit meiner Schätzung gar nicht so verkehrt. Gut, erster Dungeon völlig erledigt. Schlammiger. Ah, hier ist auch noch? Okay. Dann doch noch nicht. Man sieht es halt so schwer, aber ich finde die Fackeln irgendwie sau unpraktisch. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, weil die sind teilweise so hell, dass man um sich herum halt kaum noch was sieht. Sie erleuchtet natürlich den Raum etwas, aber irgendwie blendet die auch schon fast. Da ist noch was, aber wir kommen nicht richtig ran. Können wir uns hier draufstellen? Nee, nicht wirklich. Na, irgendwie nicht so richtig, ne? Na gut, dann lassen wir das beiseite. Wir gucken jetzt nochmal, nicht, dass ich noch was übersehen habe. Wie viele haben wir jetzt? 4 Stück, gab gar nichts. Das ist ja äußerst nett. Vielleicht gab es ja hier nochmal sowas. Aber sieht nicht so aus. Na gut. Ja, der hat sich nicht so wirklich gelohnt, aber 4 weitere Eisen. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Dann wieder zurück. Und dann gucken wir nochmal, was das Bronzeschild alles gekostet hat. Wie viel Bronze, ob wir das alles noch da haben. Ach, geh doch weg, Schlamm. Ob wir uns das direkt machen können, dass wir uns dann auf den Weg zum nächsten Dungeon machen. Ich habe wirklich so viel Pläne im Kopf, was wir hier alles noch machen und bauen wollen und es ist Wahnsinn, man arbeitet eine Sache ab und es kommen schon wieder 3 neue hinzu. Aber genau das mag ich auch ehrlich gesagt an dem Spiel. Wir lassen das Wildschwein mal Wildschwein sein. Leicht zu Hause mit 14 Eisen mehr im Gepäck. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gucken mal, wie viele Eisen ich in der ersten Folge in den versunkenen Krypten sammeln konnte. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, ob wir denn schon das erste Ausrüstungsteil dafür kriegen können. Und den Steinmetz können wir mittlerweile auch mal bauen. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Den haben wir ja, da haben wir so lange drauf hingearbeitet. Und dann baue ich das Ding nicht. Hier oben haben wir nur 2 Eisen brauchst, 4 Stein und Holz. Haben wir doch alles. Ich find's einfach immer wieder schön, wenn wir hier ankommen. Unser kleines Schiff schaukelt da vorne vor sich her. Wir müssen das Dach hier mal noch zu Ende bauen. Das auch mal wieder ein bisschen reparieren. Nein, ich habe da auf Springen gedrückt. Verdammt. So. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz schnell an der Schmiede. Bronzeschild. Was brauchen wir? Bronze, Bronze, Bronze. Verstärktes Schild, eiserner Turmschild, bronzener Faustschild. 10 Bronze. Also brauchen wir 20 Kupfer, 10 Zinn. Dann müssen wir einmal zurück in die alte Basis, weil das haben wir, glaube ich, alles noch dort liegen. Einmal das. Dann gibt es hier noch ein bisschen was davon und wir haben noch 11 Kohle. Mal gucken, ob das reicht. Wir müssen nur schnell das Eisen noch wegpacken. So, Metall. Was haben wir hier? Wir haben hier noch Zinn. Und vorhin hatte ich hier, glaube ich, wieder. Oder in die sonstiges Kiste. Oder in die Steinkiste. Nee, gar nicht. Huch.
Hier oben habe ich es reingeworfen. So, dann haben wir hier schon mal die 10 Metall. 10 Eisen besser gesagt. Und wir teleportieren uns mal kurz zurück. Und schauen mal, was wir in der alten Basis noch alles so für Schätze in Truhen gelagert haben. Müssen hier auch überall mal noch weiterbauen. Sieht alles noch nicht so wirklich schön aus. Was haben wir denn hier? Ich habe hier gar kein Metall, aber wir hatten doch schon Hammel. Wir haben es noch nicht geschmolzen. Oder es ist in irgendeiner Truhe, von der ich gerade nichts mehr weiß. Na gut. Wir hatten hier noch eine Kette. Nehmen die mal mit, dass wir die alle drüben platzieren. Wir haben hier bloß noch 2 Zinnerz. Das heißt, wir brauchen... Ne, Zinn hatten wir 9 Stück in der alten Basis. In der neuen Basis. Wir brauchten 10, das heißt, 1 fehlt. Wir können uns mit dem Zeug natürlich wieder nicht teleportieren. Das heißt, wir müssten entweder einmal wieder von hier nach hier laufen. Oder wir gehen von der alten Basis hier hoch. Oder hier hoch in den dunklen Wald und suchen noch Zinn. 1 Zinn brauchen wir noch. Dann könnten wir uns das Schild basteln. Lasst mich mal ganz kurz gucken, wie es Schweinig so geht. Ich zähle nochmal durch. Ich glaube, 13 Stück hatten wir das letzte Mal, ne? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also ich komme wieder auf 13. Ja, vielleicht nicht gleich alle, aber für jeden 1. Machen wir es so. Seid ihr dann happy? Wir können nochmal eben in die Truhen hier schauen. Da vielleicht wieder was reingeworfen. Nee. Also entweder hatten wir bis jetzt nur das Erz gesammelt vom Eisen und haben das noch nicht geschmolzen, aber wir müssten ja trotzdem irgendwo das Eisen haben. Naja. Wir gucken gleich nochmal drüben. Ich hole uns mal hier ganz schnell die Karottensamen wieder rein. Mit Schild in der Hand, falls irgendein Samen plötzlich böse wird. Und pflanzen mal hier noch schnell ein paar Möhrchen, gehen wieder rüber und gucken dort mal. Wegen einem Zinn jetzt den kompletten Weg zu laufen, habe ich eigentlich wenig Lust. Ich finde das schade, dass man sich damit nicht teleportieren kann. Also klar wäre es dann zu einfach, weil man sich überall, wo man es abbaut, einfach so ein Portal hinstellt. Aber man hätte es vielleicht irgendwie anders machen können. Man vielleicht einfach so eine Truhe hat, auf die man von überall zugreifen kann. Oder dass man sich, weiß ich nicht, man einen Kumpel findet, dem man einfach Münzen gibt dafür, dass das in die andere Basis bringt. Wäre auch eine Option. Na, mal gucken, ob die zu nah am Zaun dran war. Und meine Stimme verlässt mich. Mörlis, Mörlis, Mörlis. Wahnsinn. Wie viele wir mittlerweile davon haben. So. Wir haben immer noch, schaut euch das mal an, 115 Samen. Wir können uns wirklich komplett damit eindecken. Ihr habt alle was gefuttert, ihr da hinten macht Liebe, das ist schön. Will ich euch gar nicht bei zugucken. Ich gucke in die andere Richtung. Dann packen wir jetzt hier erstmal die Samen wieder rein. Zack, zack. Und dann machen wir mal schnell rüber in die andere Basis und gucken nochmal wegen dem Metall. Dem Eisen besser gesagt. Oder ich habe es hier reingeworfen. Nein, natürlich auch nicht. Okay. Wäre eher zu einfach gewesen. Denn wir haben einmal hier Metall. Die 10 Eisen, die wir gerade eben gefunden haben. Aber stimmt, wir haben ja noch was im Ofen drin. Und wir haben hier noch Zinnerz. Hey. Cool. Wir hatten hier nämlich 9 Zinn. Na, dann haben wir doch alles. Dann können wir uns doch das Ganze fertig machen. Stimmt, und hier liegt auch noch Eisen. Und zwar ganze 4 Stück. Also haben wir 14. Also hatten wir schon mal 4. Nee, hatten wir nicht. Die 4 haben wir jetzt gerade gefunden.
Und die 10 in der Folge davor in der Truhe. Das heißt, wir müssen irgendwo noch Metall haben. Oder haben wir uns schon was gebaut, was Metall gebraucht hat? Eigentlich nicht, oder? Ich muss mir die alten Folgen nochmal anschauen. Du hast keine Kohle. Das ist traurig. Also wir haben definitiv hier erstmal nur das Metall, was wir diese und letzte Folge finden konnten. Aber weiteres Metallerz haben wir hier auch nicht drin, ne? Nee. Also irgendwo muss es noch versteckt sein oder ich hab's ausgegeben. Wir werden es rauskriegen. Auf jeden Fall könnten wir uns jetzt mal noch fix den Steinmetz basteln. Wir brauchten 2 Eisen, die haben wir. Holz und Stein. Dann nehmen wir hier erstmal so einen Stapel Stein mit. Und Holz hatten wir hier auch noch. Und dann müssten wir uns den Steinmetz doch leisten können. Yep. Er wird nur leider nicht angezeigt, wie er aussieht. Warum nicht? Steinmetz, jetzt haben wir ihn. Wo baut man den jetzt mal am dümmsten hin? Hier ist nicht mehr wirklich so viel Platz. Hier drüben könnten wir, dann machen wir uns aber so ein bisschen die Treppe zu. Hier in die Ecke gequetscht, sieht auch scheiße aus. Eigentlich wäre auch draußen nicht verkehrt. Aber hier vors Fenster ist halt, sei denn wir stellen es so für längst hin. Wir machen das erstmal so. Jetzt habe ich nicht gelesen, aber wir haben Steinwand, Steinsäule, Steinbogen. Steinboden, Steinstufen. Cool, wir gucken mal rein. Das haben wir jetzt nämlich alles, das ist mega mega cool. Steinboden wird vor allem echt hübsch, da können wir uns hier richtig coole Fußböden bauen. Braucht natürlich alles viel Stein, gar keine Frage. Deswegen ist es ja auch aus Stein. Steinstufen. Steinwand. In verschiedenen Größen. Damit können wir dann nämlich endlich auch noch höher bauen. Das heißt, es ist cool für größere Stockwerke. Mit einem Steinbogen lassen sich bestimmt auch schöne Sachen machen. Steinsäule. Eisentor. Naja, aber damit haben wir auf jeden Fall den nächsten Schritt im Spiel erreicht und ich freue mich drauf, wenn wir das dann irgendwann mal einsetzen. Nächste Folge machen wir uns definitiv so einen schönen Kupferschild, Bronzeschild, Bronzener Faustschild, besser gesagt. Und dann gehen wir mal die nächsten Dungeons besuchen. Danke fürs Zuschauen, bis morgen 19 Uhr. Macht's gut!